Habt ihr Mädels euch schon mal gefragt, ja, warum wir vor oder beziehungsweise während unserer Periode oft nicht so wirklich ernst genommen werden mit unseren Wehwehchen und ja, ich sag mal kleinen Stimmungsschwankungen? Dann hören wir dann oft solche Dinge wie: Stell dich nicht so an, das haben andere auch schon geschafft. Ach, das ist doch alles psychisch, dieser ganze Quatsch da mit der PMS, dann bildest du dir alles nur ein. An alle lieben Männer da draußen: This is real. Dieses Video heute ist natürlich für alle Frauen, aber es ist natürlich so, dass Mädels, die hormonell verhüten, nicht so dem natürlichen Zyklus unterlegen sind, wie natürlich Mädels, die nicht hormonell verhüten und quasi dem Abgrund ins Auge schauen. Spaß beiseite. Dennoch darf man nicht vergessen, die Menstruation ist ein großer, großer Reinigungsprozess unseres Körpers, wo natürlich auch Toxine und Schlacken vom Körper quasi oder über die Gebärmutter bzw. über die Menstruation eliminiert werden. Natürlich ist es so, wenn unser, ich sag mal, wenn unser Ei nicht, unsere Eizelle nicht befruchtet wird, dann ist das natürlich alles umsonst gewesen und alles, was damit zusammenhängt, wird natürlich vom Körper wieder rausbefördert. Es war natürlich so, dass die Natur es vorgesehen hat, dass die Frau dauerschwanger ist. In unserer Gesellschaft ist es leider so, dass die Menstruation eher ein Tabuthema ist. Man redet ja eher mit seiner besten Freundin mal darüber oder wenn, dann nur unter Frauen. Und wenn man irgendwie auf der Arbeit ist, würde man schon gar nicht erzählen, dass man jetzt gerade seine Periode hat. Was ich sehr, sehr traurig finde, muss ich sagen. Und alles, was mit der Periode zusammenhängt, unsere Sensibilität, unsere Gefühle, komme ich auch später nochmal drauf zurück, das wird so ein bisschen ja, verpönt oder nicht so wirklich ernst genommen. In diesem Video erfährst du heute, was ich mir kurz vor und während meiner Periode nicht mehr so wirklich geben kann. Dann natürlich auch, wie ist das genau, welche Supplements ich oder Nahrungsergänzungen ich insbesondere vor und während meiner Periode nehme, was mir wirklich hilft, runterzukommen und entspannt zu sein. Dann natürlich auch, wie esse ich vor und während meiner Periode, also welche Nahrungsmittel bevorzuge ich dann besonders. Und natürlich auch, wie ist es mit dem Intervallfasten, wie handhabe ich das. Und ich habe übrigens auch gerade meine Periode. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Aber ganz ehrlich, wir Mädels sollten einfach dazu stehen, weil es ist wirklich eine andere Phase, in der wir sind und ja, da sollte man auf gewisse Sachen auch Acht nehmen. Kurz vor der Periode und auch während der Periode merke ich einfach einen größeren Erschöpfungszustand. Ich merke, dass ich nicht ganz so ausgeglichen bin, ein bisschen sensibler, gefühlsbetonter. Ich habe zum Glück keine Schmerzen mehr oder kaum noch, werde ich auch später nochmal drauf zurückkommen. Aber ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr immer so spürt, wenn ihr eure Periode habt. Was ist so das Prägnanteste? Die Hormone bei uns Frauen unterliegen natürlich einem Rhythmus und natürlich dieser Rhythmus, der stimuliert natürlich unseren Zyklus bzw. reguliert unseren Zyklus. Dieser Rhythmus bzw. Zyklus kommuniziert mit der Außenwelt bzw. interagiert mit dem sogenannten Circadian Rhythm oder auch Biorhythmus genannt. Viele von euch wissen, was der Biorhythmus bedeutet. Das ist zum Beispiel, der reguliert zum Beispiel Wach- und Schlafrhythmus, wann wir auf Toilette müssen, Hormone werden reguliert. Dann natürlich auch Körpertemperatur, Blutdruck oder natürlich auch die Herzfrequenz. Und wie eben schon erwähnt, diese beiden Zyklen interagieren miteinander. Es kommt nämlich zu einer Synchronisation auf zellulärer Ebene. Und ein hormonelles Gleichgewicht hat oft auch mit dem eigenen Biorhythmus zu tun. Zum Beispiel, wenn wir spät ins Bett gehen oder auch zum Beispiel Jetlag haben, weil wir lang weit verreist sind oder sehr spät zu Abend essen, dann kann dieser Biorhythmus, der aus dem Gleichgewicht geraten ist, natürlich auch unsere Hormone beeinflussen, unseren Zyklus negativ beeinflussen und somit auch natürlich zu stärkeren PMS-Symptomen führen. Und für viele Frauen ist die Zyklusphase nach dem Eisprung und die Zyklusphase der Menstruation die schwierigste und am schwersten zu ertragende Phase. Denn es ist so, das Östrogen fällt in der zweiten Zyklusphase, also direkt nach dem Eisprung, etwas ab. Und dann ist das Progesteron unser wichtigstes Hormon. Und das ist bei vielen Frauen leider
aus vielen Gründen leider etwas zu wenig. Stress hat natürlich damit zu tun, aber auch andere Dinge haben damit zu tun, dass wir nicht genügend Progesteron haben. Das ist nämlich unser Beruhigungshormon. Wenn ich mal ein Video darüber machen soll, gebt mir einen Daumen oder schreibt es gerne in die Kommentare. Also zum Thema Östrogen und Progesteron-Gleichgewicht. In der zweiten Zyklushälfte ist es nämlich oft so, dass unser Immunsystem schwächer ist als in der ersten Zyklushälfte. Und viele Frauen leiden dann in der zweiten Zyklushälfte mehr vielleicht sogar an ihren chronischen Erkrankungen, wie wenn sie zum Beispiel Diabetes haben, dann wird es oft in der zweiten Zyklushälfte schlimmer als in der ersten Zyklushälfte. Oder zum Beispiel auch eine entzündliche Darmkrankheit kann sich verschlimmern, so wie Blähungen, Blähbauch. Kann es vermehrt zu Schlafproblemen kommen, zu Heißhungerattacken. Diese Heißhungerattacken, beziehungsweise wenn zu viel Zucker gegessen wird, kann natürlich das Serotonin, den Serotoninspiegel im Gehirn negativ beeinflussen. Und dann ist es wie ein Teufelskreis. Die Frauen fühlen sich dann auch noch schlechter oder teilweise auch depressiv oder launig verstimmt vor und natürlich auch oft während der Periode. Unser Körper verbraucht mehr Energie, wenn er sich auf die Menstruation vorbereitet. Aber viele Frauen und natürlich leider auch die Gesellschaft und der Arbeitgeber übergehen diese Symptome bzw. diese Phase wird nicht wirklich sehr ernst genommen. Auf der Arbeit wird richtig Gas gegeben, es muss genauso hart gearbeitet werden wie in allen anderen Zyklusphasen. Ihr wisst, gerade oft während der Menstruation verliert der Körper dann die meiste Energie, gerade natürlich, wenn dann alles unten rauskommt. Das ist sehr viel Arbeit für unseren Körper. Und trotzdem ist es so, dass wir dann alles machen, was wir auch in der anderen Zyklusphase machen, also der Phase nach der Menstruation und während des Eisprungs. Wir reisen, wir machen Partys, wir treffen uns ständig mit Menschen, wir versuchen es allen recht zu machen. Und das ist so eine Sache, die uns schwächen kann in der zweiten Zyklusphase und natürlich auch besonders während der Menstruation. Und das ist eigentlich die Zeit, wo wir wirklich Nein zu der Welt sagen sollten. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Immunsystem ist einfach etwas schwächer. Und das kann natürlich sein, dass, wenn wir so weitermachen, es eher zu chronischen Erkrankungen kommen kann, wenn wir auf unseren Körper bzw. auf die Signale unseres Körpers nicht hören. Natürlich gibt es auch Frauen, die während ihrer Periode sehr viel Energie haben, das sind aber oftmals eher die Ausnahmen. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich viele Verabredungen oft nicht wahrnehme, gerade auch während der Periode. Früher habe ich tatsächlich auch wirklich richtig Gas gegeben mit Sport während der Periode, was ich heute nicht mehr machen würde. Ich lasse meinen Körper wirklich ausruhen während der Periode, das ist wichtig. Wie gesagt, es ist ein großer Energieaufwand für unseren Körper, das, was da alles unten passiert, sagen wir es mal so. Und ich versuche auch weniger zu arbeiten während der Periode. Okay, heute bin ich kein gutes Vorbild mit diesem Video hier, aber ich habe mir auch gedacht, auf dieses Video versuche ich eher etwas locker angehen zu lassen. Es ist auch wirklich nicht einfach, ich weiß das, weil klar, manche von uns haben Kinder, andere haben einen fordernden Job. Trotzdem, wir müssen einfach wir sollen in dieser Zeit versuchen, uns wirklich mehr auszuruhen. Zum Beispiel auch mal vielleicht einen Mittagsschlaf machen oder einen kleinen Powernap auf der Arbeit. Eigentlich nicht so ganz richtig von unserer Gesellschaft, dass das Thema Menstruation so tabuisiert wird, weil es ist wirklich eine Phase, wo wir Frauen einfach nicht vielleicht das leisten können, was wir zu einer anderen Zyklusphase leisten könnten. In der sogenannten Lutealphase, also in der Phase nach dem Eisprung, das ist ja die Phase, wo ich die ganze Zeit drüber spreche, ist es ja so, dass viele Frauen zum Beispiel Heißhungerattacken haben, habe ich ja vorhin kurz angesprochen, und Studien haben auch gezeigt, dass Entzündungsprozesse während dieser Phase, also gerade wenn wir PMS haben, wenn wir diese Symptome haben oder auch während der Menstruation, wenn wir Schmerzen haben, dass da oft Entzündungsprozesse am Werk sind. Das bedeutet natürlich, unser Körper braucht mehr gute Nahrungsmittel, ganz, ganz wichtig, und nicht den ganzen Süßkram und ungesunde Sachen, die gerade wenn wir Heißhunger dann haben, einverleibt werden. Ganz wichtig finde ich auch gewisse Nahrungsergänzungsmittel. Für mich zumindest habe ich entdeckt, dass ich definitiv ein bisschen mehr darauf achte, zum Beispiel Vitamin D zu nehmen, weil wir verlieren auch durch die Menstruationsblut Kalzium, und Kalzium, ihr wisst, wichtig natürlich für die Knochen, und Vitamin D hilft dabei, dass natürlich auch Kalzium richtig in die Knochen kommt. Deswegen auch Vitamin D ist ganz, ganz wichtig, haben auch Studien gezeigt, gerade in der zweiten
Zyklushälfte. Ich nehme ja D3 zusammen mit K2 und Magnesium. Also das ist hier zusammen in dieser Flasche. Das sind übrigens Kofaktoren, die man auf jeden Fall zusammennehmen sollte. Und gut, natürlich auch liposomal nehme ich das zu mir. Also das heißt, es ist eine bessere Aufnahme durch die Zelle, durch die Doppellipidschicht gewährleistet. In der, ich glaube, traditionellen chinesischen Medizin weiß man das schon lange. Die Leber hat eine Verbindung zur weiblichen Menstruation. Also das bedeutet natürlich, die Leber, ihr wisst, ist natürlich auch für die Hormonproduktion und natürlich auch, um überschüssige Hormone zu eliminieren, mitverantwortlich, wie zum Beispiel Xenohormone, wie bei einer Östrogendominanz, ja, dass natürlich, ich sag mal, zu viel Östrogen eliminiert wird. Und oft ist es ja so, in der zweiten Zyklushälfte ist manchmal zu viel Östrogen vorhanden. Das ist dann die sogenannte Östrogendominanz und, wie schon erwähnt, zu wenig Progesteron. Das stärkste Antioxidant, was auch zudem in der Leber produziert wird, ist oder hergestellt wird, ist das Glutathion. Beziehungsweise Glutathion hilft der Leber dabei zu entgiften. Studien haben herausgefunden, dass in der zweiten Zyklushälfte, also in der Lutealphase, wenn PMS besteht bzw. PMS-Symptome auftreten, dass oftmals zu wenig Glutathion vorhanden ist. Denn PMS-Symptome haben oftmals etwas zu tun mit einem Ungleichgewicht zwischen Oxidantien und Antioxidantien. Deswegen nehme ich gerade in der zweiten Zyklushälfte noch vermehrt Glutathion. Das ist auch noch mit Resveratrol und Hyaluronsäure. Also es ist auf jeden Fall das Anti-Aging-Supplement. Ich habe wirklich lange geschaut nach einem Supplement mit Glutathion und Puracell hat eins rausgebracht. Das fand ich wirklich schön. Und ich habe hier, genau. Und ich beschäftige mich ja schon wirklich lange mit dem Thema Glutathion, weil ich das super spannend finde, weil das ja auch so ein wirkliches Anti-Aging, ich sag mal, Antioxidant ist, genau wie Resveratrol und Hyaluronsäure, was hier auch noch drin ist. Und das nehme ich auf jeden Fall auch. Dann auch ganz wichtig sind gesunde Fette in der zweiten Zyklushälfte zu essen. Also ich rede auf jeden Fall von den Entzündungshemmenden, mehr weg von Omega-6, mehr hin zu Omega-3-Fettsäuren. Was ich zum Beispiel natürlich sehr gerne esse, sind geschälte Hanfsamen oder natürlich auch sowas wie Walnüsse und natürlich dunkelgrünes Blattgemüse. Da sind natürlich die guten Fette drin. Dass Frauen in der zweiten Zyklushälfte vermehrt B6 zu sich nehmen sollten. Also B-Vitamine sind wichtig, aber speziell B6, denn Tryptophan wird synthetisiert in Serotonin bzw. konvertiert. Und ja, das brauchen wir natürlich, um in der zweiten Zyklushälfte auch glücklich zu sein. Dann ist natürlich auch Magnesium für die Serotoninbildung sehr, sehr wichtig. Aber ich nehme Magnesium mit etwas ganz Besonderem. Warte kurz, ich muss es holen. Da ist es. Und zwar, ich nehme jetzt CBD-Öl in Kombi mit Magnesium und es ist unschlagbar, um wirklich, ich sag mal, runterzufahren, ja, entspannt zu werden. Und ich bin ja ganz ehrlich, ich kriege viele CBD oder ich sag mal Anfragen für CBD-Öl. Ich bekomme auch ab und zu was zugeschickt. Und dieses hier, das hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich überrascht. Ich dachte, das ist wieder so ein Mode-CBD-Öl, keine Wirkung, vielleicht auch nicht wirklich, ja, ich sag mal, so ein gutes Produkt. Weil es ist nämlich so, dass ich öfter mal Sachen zugeschickt bekomme, die dann bei mir stehen und ich die oft nicht mal teste. Aber manchmal, wenn ich es teste, bin ich damit positiv überrascht und hier bei dem CBD-Öl war es definitiv so. Zusammen mit, wie gesagt, Magnesium ist das einfach absolut richtig, richtig gut. Deswegen CBD-Öl in Kombi mit Magnesium. Ich habe es mal unten verlinkt, könnt ihr mal schauen. Denn es ist so, unser Körper hat ein endokannabinoides System. Also ich glaube, es gehört irgendwie zum Nervensystem. Und wenn diese Rezeptoren, ja ich sag mal, mit CBD-Öl gesättigt werden, dann wirkt sich das natürlich sehr positiv auf unsere Stimmung aus. Dann noch die Frage mit dem Intervallfasten. Denn es ist tatsächlich so, wir Frauen sollten vielleicht nicht ganz so streng sein mit dem Fasten in der zweiten Zyklushälfte. Denn unser Körper braucht einfach ein bisschen mehr Energie. Und wenn natürlich dann ständig, ich sag mal, der Blutzuckerspiegel ganz unten ist und wir unterzuckert sind,
dann ist das nicht unbedingt der größte Vorteil, jetzt in der zweiten Zyklushälfte jetzt, ich sag mal so, dieses Hardcore-Fasten zu machen, wie zum Beispiel 20-4-Fasten. Wenn ich wirklich sehr hungrig bin und ich merke, mein Blutzuckerspiegel ist im Keller, dann esse ich auch meine Früchte, vielleicht auch zu einer Zeit, wo ich eigentlich noch fasten würde. Deswegen seid nicht ganz so streng, macht dann vielleicht nur das 16-8-Fasten, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Ganz, ganz wichtig, esst viele Ballaststoffe während der zweiten Zyklusphase, damit auch der Darm gut funktioniert. Es ist nämlich oft so, viele Frauen haben Verstopfung vor und während der Periode und dann werden die Schmerzen natürlich schlimmer und es kommt zu vermehrt Entzündungsprozessen. Deswegen pflanzliche Ballaststoffe zu euch nehmen, viele Smoothies, alles mögliche in die Richtung, was mit, wie gesagt, Ballaststoffen zu tun hat, Obst, Gemüse essen, Salate essen. Und auch das Magnesium wird euch dabei helfen, besser auf Toilette zu können. Dann werdet ihr merken, die Schmerzen werden auf jeden Fall auch besser. Aber auch Magnesium und natürlich CBD-Öl in Kombi wird euch dabei helfen, dass das wirklich besser wird, auch die Schmerzen. Eine weitere Sache, die ich auch definitiv nicht mehr machen werde, kurz vor und während meiner Periode, meine Gefühle hinterm Berg halten, sagt man doch so, oder? Wir Frauen sind einfach etwas gefühlsbetonter, wenn wir vor oder während unserer Periode uns befinden. Wir sind emotionaler, okay, wir sind auch manchmal etwas zickiger und etwas unausgeglichener, das stimmt schon. Das verstehen natürlich auch die Männer oftmals nicht, weil die denken, wir bilden uns natürlich immer alles ein. Aber wie gesagt, da passiert ja wirklich was. Das habe ich ja jetzt eben versucht, ein bisschen zu erklären. In unserer Gesellschaft werden wir Mädels nämlich eher belohnt, wenn wir tough, intellektuell und logisch vorangehen in dieser Welt. So haben wir als kleine Mädchen schon gelernt zu überleben. Wenn wir ihr kennt den Spruch, der Indianer kennt keinen Schmerz, wenn wir auf jeden Fall uns so verhalten, uns anpassen und niemals wirklich Emotionen oder Gefühle zeigen. Ich sage nicht, dass es bei allen Familien so war, aber vielleicht könnt ihr euch an sowas erinnern, dass man euch dafür belohnt hat, wenn ihr nicht irgendwie, ich sag mal, geweint habt oder so. Es ist jedoch so, wenn wir immer versuchen, irgendwie uns unter Kontrolle zu behalten, so tough sein wollen und logisch und gefühlsbetont, dann verlieren wir so ein bisschen manchmal den Kontakt zu unseren Bedürfnissen bzw. zu unserer inneren Wahrheit. Und ja, wissen dann vielleicht gar nicht, was wir wirklich wollen in unserem Leben. Und deswegen ist es manchmal so wichtig, sein Inneres wahrzunehmen bzw. seine Gefühle zu spüren und manchmal vielleicht auch zu zeigen oder rauszulassen. Das soll jetzt natürlich keine Freifahrtschein dafür sein, dass man irgendwie seinen Partner ständig beschimpft oder nur zickig ist in der Phase, vor und während der Periode. Das heißt es jetzt nicht, aber zumindest, wenn du zum Beispiel gerade irgendwie etwas Trauriges gesehen hast oder etwas gelesen hast, bei mir ist es oft so, wenn ich zum Beispiel Dinge sehe, dass es ja, dass Tiere ausgebeutet werden oder ich sag mal Menschen irgendwie in einer sehr schlechten Situation sich befinden, dann kommen bei mir die Tränen. Und gerade in dieser Zeit ist es sehr, sehr schlimm. Dann habe ich das Gefühl, ich nehme die Energien vieler anderer Lebewesen so in mich auf. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Zeichen von Spiritualität, dass man außerhalb seines Körpers noch, ich sag mal, die Energien anderer spürt und wahrnimmt, was auch natürlich dazu führen kann, dass man natürlich dadurch noch emotionaler wird. Aber es ist okay, das wirklich auch mal rauszulassen, denn danach geht es einem oft auch besser. Mein Motto ist, Verletzlichkeit zeigen ist das neue Coolsein und ich hoffe, ihr seht es genauso. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen oder schreibt etwas in die Kommentare dazu. Und ich hoffe, das hat euch gefallen, was ich jetzt erzählt habe zum Thema Menstruation. Denn wenn ihr mehr wissen wollt, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde noch viel mehr zum Thema Weiblichkeit, Hormone etc. machen. Dann natürlich auch, wenn ihr interessiert seid an irgendwelchen Produkten, die ich heute gezeigt habe, alles unten verlinkt, könnt ihr gerne mal schauen in meiner Infobox. Ihr unterstützt natürlich auch somit meine Arbeit und diesen Kanal, so dass er natürlich weiter existieren kann, denn es ist wirklich viel Arbeit. Und natürlich freue ich mich über einen Daumen hoch, über deine Unterstützung und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, gerne auch auf die Glocke klicken, dann wirst du kein Video mehr zu diesem Thema verpassen. Dann bis bald, deine Julia Rawson. Jetzt Richtung Sommer liebe ich natürlich wieder meine leichten grünen Säfte und was darf nicht fehlen? Wildkräuter,
Ja, die gebe ich auch ab und zu in meine Säfte rein und der Angel Juicer ist sehr gut darin, grünes Blattgemüse zu entsaften. Ja, übrigens, ja, biete ich immer noch den 8% Rabatt für den Angel Juicer an. Schau einfach mal in meiner Infobox, falls du gerne einen neuen Angel Juicer dir zulegen möchtest. Der Angel Juicer lässt sich übrigens sehr leicht reinigen und sehr leicht zusammenzubauen. Er ist 100% aus Edelstahl und hat natürlich eine extrem hohe Saftausbeute. Du kannst mit ihm entsaften oder auch Muße zubereiten, da sind dir keine Grenzen gesetzt.